liebe Fans und Freunde der Vienna. Heute leider Gottes ein schwarzer Tag für uns Vienna-Fans, denn eines der langjährigsten Fans der First Vienna Football Club, unser Bertl, ist leider Gottes gestorben. Wollen wir in seinem Geiste unsere Vienna weiterhin so tatkräftig und stark unterstützen? Heute gegen hier Städten, gegen das Schlusslicht der Tabelle, mit 3 Punkten, damit wir vorne an der Tabelle weiter mitspielen können. Jetzt spielt er gerade unsere U23 und anschließend unsere Kampfmannschaft. Also, kann man wie einer. Ja, liebe Vienna-Fans, gleich geht es los mit dem Match der Kampfmannschaft gegen hier Städten. Ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel und wir fahren 3 Punkte ein für den Tabellenplatz Nummer 1. Wir haben es uns verdient. Ich hoffe, die Mannschaft ist gut aufgestellt und ich hoffe auch, der Support der Vienna-Fans ist stark. Schauen wir uns dieses Match an. Also, come on Vienna! Ja, liebe Freunde der Vienna, 9:0 gegen hier Städten. Das ist ein deutliches Statement im Gedenken an den Bertl, der heute leider Gottes verstorben ist. Es war ein tolles Spiel, es war ein toller Support, es hat vieles wieder gut gemacht für die Auswärtsmatches, die leider Gottes nicht so gut gelaufen sind. Wir spielen noch vorne mit in der Tabelle und ich hoffe, es wird gut ausgehen am Ende der Saison, als Meister dazustehen und aufzusteigen. Meine Lieben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gerne hier meine Meinung sagen, ich möchte aber auch gerne eure Meinung hier wissen. Ich werde nichts zensieren, ich werde nichts rausschneiden. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr eure Meinung hier auf dem Fußballplatz sagt, ganz egal wo, dann werde ich das auch bringen. Egal wie die Meisterschaft ausgeht, wir sollten dazu stehen, wer wir sind, was wir sagen. Alt genug wären wir und deswegen, meine Lieben, es hat keinen Sinn, mir vorzuschreiben, was ich wann in diese Videos hineinschneide oder beziehungsweise was in meine Vlogs reinkommt und was nicht. Ich bin hier nicht der Richter oder ich bin hier nicht der Zensur. Ich bin nicht hier die Zensur, sondern ich bin hier ein neutraler Beobachter. Und so ist die Saison und so seid ihr und so bin ich. Und so leben wir das Fansein. Manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Und ich glaube, wir sollten alle dazu stehen, wie wir drauf sind und was wir zu sagen haben. Wir haben die Möglichkeit zu überlegen, was wir sagen. Und zwar vorher zu überlegen, was wir sagen. Und ich möchte euch nirgendwo reinreiten. Ich möchte nichts Negatives über die Vienna-Fans sagen. Ich möchte, dass wir ein positives
Fanleben haben, dass ich mit meinem Kanal ein positives Fanleben dokumentiere. Wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt es mir rein, sagt es vor der Kamera und steht auch bitte dazu. Ich werde sicher nicht darüber urteilen, aber meine Lieben nachher kommen und zu mir sagen, das war nicht in Ordnung. Das ist vielleicht eure Meinung, aber es ist immer noch unsere Vienna, unser Kanal. Und ich finde, wir sollten uns überhaupt nicht hinterm Berg lassen und wir sollten uns nicht zu genieren für das, wer wir sind und was wir sagen, sondern wir sollten dazu stehen und gemeinsam leben, leiden und feiern. Das ist die Vienna, das ist Fußball, das ist Leidenschaft. Und meine Lieben, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, ihr bleibt der Vienna treu. Ich hoffe, ihr steht dazu. Und ich hoffe, wir sehen uns auch zahlreich bei den vielen anderen Matches, auch in der nächsten Saison. Und bis dahin kann man Vienna. Und denkt ab und zu an den Bertl, der so viele Jahre zu Vienna gestanden ist. Come on Vienna und unterwegs im Abseits. Diesmal am Weg zum Auswärtsspiel gegen Red Star Penzing. Und das beginnt man natürlich hier vor der Otterkringer Brauerei. Die im 16. Bezirk gelegene Otterkringer Brauerei ist wohl das Wahrzeichen des ganzen Bezirks. In der Otterkringer Brauerei kann man an lauen Sommerabenden wunderbar die Vielfalt der Biersorten genießen. Das Rote Zwickel, Braumeister Original, Wiener Original, das Helle, das Goldfassel, das was weiß ich noch alles, hier nämlich bei den Braukulturwochen, die echt eine Empfehlung sind. Jetzt ist es Herbst, die finden nicht mehr statt, trotzdem stehen wir hier und das Markante gerade eben ist, ich habe kein Bier in der Hand. Wir haben doch tatsächlich in der Vorbereitung darauf vergessen, mir eine Dose Bier zu besorgen. Dieser Skandal ist beinahe unerträglich, aber trotzdem möchte ich euch die wichtigsten Infos noch geben, die es zu der Otterkringer Brauerei gibt. Eine davon ist, dass diese über einen eigenen Brunnen verfügt, aus der Wasser das Bier gebraut wird. Dieser Brunnen, sollte man wissen, ist auch an das Wiener Wassernetz angeschlossen. Sollte uns das Hochquellwasser mal verlassen, kann dieser Brunnen ins Wiener Wassernetz eingespeist werden. Meine Hoffnung ist natürlich, dass das niemals passiert, aber soll es doch vielleicht einmal passieren und ich drehe den Wasserhahn auf und es kommt ein Goldfassel raus, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Das weitere Interessante hier bei der Otterkringer Brauerei ist der Turm da oben, der liebevoll genannte Otterkringer Frosch oder Ritter. Das Ganze ist der sogenannte Darreboden, der zum Räuchern genutzt wurde damals, um die Biergerste, die vom Keller mittels eines Aufzugs hinauf transportiert wurde, zu trocknen. Ja, Otterkring und unser Weg zu Red Star Penzing hat noch viel mehr zu bieten als Bier. Deshalb würde ich sagen, spazieren wir weiter. Tageslicht haben wir noch, also dann, wir sehen uns gleich wieder. Graue Novembertage und Wiener Lied, das passt doch irgendwie zusammen. Einer, der das Wiener Lied ganz besonders geprägt hat in der letzten Zeit, ist der leider 2017 verstorbene Karl Hodiner gewesen. Sein berühmtestes Lied, Der Herrgott aus Stahr, ist hier in der Speckbacher Gasse im schönen Otterkring auf unserem Weg zum Match gegen Red Star Penzing verwirklicht, nämlich beim heurigen zum Herrgott aus Stahr. In diesem trat Karl Hodiner zweimal im Monat auf und gab seine Lieder zum Besten. Karl Hodiner war aber nicht nur durch das Wiener Lied bekannt, sondern in seiner früheren Jugend auch als Maler. Seine Bilder können der Wiener Schule des fantastischen Realismus zugesprochen werden. Außerdem hat er eine Jazz-Kombo gemeinsam mit Fatty George begründet, aber natürlich, das Wichtigste war bei ihm das Wiener Lied. Ja, der Herrgott aus Stahr hat heute leider geschlossen, der hat nur Mittwoch bis Samstag offen und ich lasse den Herrschaften auch den Marketing-Gag, dass sie behaupten, dass ihr Lokal Karl Hodiner zu seinem Lied inspiriert hat. In Wahrheit war es so, dass Karl Hodiner hier eine Kindheitserinnerung verarbeitet hat, weil er hat so Spielsachen bei einer so Herrgottstatue versteckt. Ja, das war unsere zweite Station unterwegs im Abseits. Wir schauen weiter, was es in Otterkring noch so zu erkunden gibt. Bis später, meine Lieben. Der unterwegs im Abseits Flash Breaking News. Ich entdecke sogar etwas Neues. Hier gibt's die Boogie Alm und ich meine, yes sir, we can boogie als einer unserer Lieblingsschlachtgesänge hier verewigt in einer ziemlichen Absturzhitten, wie ich vermute, musste einfach festgehalten werden. Jetzt aber schnell weiter zur Hochkultur, der wir eigentlich treu bleiben wollten.
Zurück zur versprochenen Hochkultur. Ob man jetzt die Zehnermarie zur Hochkultur zählen möchte oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall war und ist sie beliebter Promi-Treffpunkt. Die Zehnermarie, die 1790 erstmals urkundlich als Buschenschank erwähnt wurde, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Ein Döblinger Heuriger, nämlich der Furgassl Huber, hat die gute Zehnermarie vor dem Konkurs gerettet und sie ist sicherlich einer der bekanntesten Heurigen außerhalb der aus unserem blau-gelben Heimatbezirk stammenden Heurigen. Gegenüber der Zehnermarie, wo der Stefan auch noch einen schönen Schwenk hinmachen wird, ist die Pfarrkirche Altottakring und natürlich auch die kann man sich anschauen, wenn man unterwegs ist zum Match gegen Red Star Penzing. Unsere nächste Station bei Unterwegs im Abseits ist die Tschaunerbühne. Die Tschaunerbühne ist ja quasi so das Unterwegs im Abseits der Wiener Theaterszene, denn genauso wie ich im Stegreif euch einfach Geschichten erzähle, die mir gerade so einfallen, passieren auch die Theaterstücke hier in der legendären Tschaunerbühne, auch im Stegreif. Wahnsinnig viele Verwechslungskomödien sind hier schon aufgeführt worden und genauso kommt sich vielleicht der eine oder andere von euch, wenn er sich unser diesmaliges Unterwegs im Abseits anschaut, vor wie in einer Verwechslungskomödie, denn wir spielen gegen Red Star Penzing und der Krimi ist in Otterkring unterwegs, erzählt von der Brauerei, von Alt-Otterkring und was weiß ich was alles. Vielleicht, und da solltet ihr dranbleiben, klärt sich diese ganze Verwechslungskomödie ja noch im weiteren Verlauf unserer Ausgabe auf. Wir können hier leider heute Folgendes nicht tun, nämlich ein klassisches Genre-Menü genießen, das aus einer Knacker, einem Stickel Brot und einem weißen Spritzer besteht. Ich, der ich noch immer kein Bier habe, langsam am Verdursten bin und der Stefan hinter der Kamera werden uns jetzt weiter begeben auf dem Weg zu Red Star Penzing unterwegs im Abseits. Der Verwechslungskomödie letzter Akt. Wir sind beim Red Star Penzing Platz angekommen, der tatsächlich in Otterkring ist. Warum ist der Platz von Red Star Penzing in Otterkring? Ganz einfach, weil Red Star grundsätzlich ein Otterkringer Verein ist. 1908 von Otterkringer Arbeitern gegründet, die sich dachten, wir kicken ein bisschen. Sind dann durch die Wiener Innenstadt spaziert und haben dort das Plakat einer amerikanischen Schifffahrtslinie, nämlich der Red Star Lines, gesehen und haben sich gedacht, leibender Name, den nehmen wir. Wir heißen ab sofort Red Star Wien. Durch die Geschichte gehend mussten sie sich eine Zeit lang Rotstern Wien nennen. Sie hatten keinen wirklichen Heimatplatz, denn einmal wurde das gekaufte Grundstück in Schrebergärten umgewandelt. Dann zogen sie auf den Vogelweidplatz 15, wo wir ja wissen, dass heute die Stadthalle und eine Tiefgarage steht. Den Platz mussten sie auch aufgeben. Waren lange Zeit unterwegs, bis sie dann endlich 1970 hier am sogenannten Autoplatz gelandet sind. Der eine oder andere Ältere unter euch wird sich erinnern, dass Red Star Penzing früher mal Red Star Auto geheißen hat. Sie haben auch eine Zeit lang Red Star Heimlich geheißen, bis dann durch die letzte Fusion, ich glaube 2007 war es, Red Star Penzing entstanden ist. Deshalb habe ich euch heute durch Otterkring geführt und nicht durch Baumgarten, Hütteldorf, Penzing, Breitenlee oder wie das alles in Penzing heißen mag. Ja, meine Lieben, hinterlassen wir hier am Red Star Penzing Platz einen guten Eindruck, aber nicht einen einzigen Punkt. Und besondere Grüße zum Abschluss diesmal an unseren ehemaligen Torhüter und Tormann-Trainer Jürgen Macho, dessen durchaus beeindruckende Karriere hier bei Red Star begonnen hat. Also dann, like das Ganze, share das Ganze. Come on Vienna, unterwegs im Abseits. Es war mir eine riesengroße Freude für euch, geplaudert zu haben.